Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder eine weitere Folge der Hertha News und es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Zum einen möchte ich über einige Hertha-Spieler sprechen, über Martin Dade und Kieran Nsona und dessen Verletzungen und andererseits möchte ich auch noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich über Stepan Timoschin oder anders gesagt auch über Wadi Tim, denn Wadi Tim ist ja schon in den letzten 3 Monaten damit aufgefallen, dass er ein Angebot für ein mögliches Sponsoring bei Hertha BSC abgegeben hat, aber jetzt hat er in einem Interview gegenüber der Bild mitgeteilt, dass er möglicherweise auch in einer der kommenden Wahlperioden auch als Präsident von Hertha BSC kandidieren möchte. Wir schauen uns heute in diesem Video das Interview an und ich gebe denn dazu auch noch eine klare Meinung von mir ab. Aber ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und kommen wir zuallererst mal zu einigen News bezüglich unserer Spieler. Fangen wir mal an und sprechen über Kieran Nsona. Kieran Nsona steht vor seinem Debüt bei den Profis und das Ganze nicht im kommenden Zweitligaspiel gegen Eintracht Braunschweig, sondern schon bereits am Freitag gegen Hertha 03 Zehlendorf beim Testspiel soll Kieran Nsona sein Profidebüt geben und da bin ich mal sehr gespannt. Er hat bereits schon sein Debüt für Hertha BSC gegeben, das Ganze in der Regionalliga beim Auswärtsspiel gegen Eilenburg, welches man aber leider verloren hatte. Und ich bin gespannt, was uns mit Kieran Nsona erwartet. Nsona ist wie gesagt ein Spieler, der jetzt seit knapp 2 Jahren, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, wirklich keinen Fußball mehr gespielt hatte. Er hat seit 2 Jahren oder mehr kein Pflichtspiel mehr absolviert, war einmal heftig bei seinem Heimatverein verletzt, dann ist er ja bereits verletzt zu uns gekommen. Ja, erstmals ist er ja im Winter 2021 zu uns gekommen, mit der Annahme, dass wir ihn aufbauen können, damit er dann in der letzten Saison wirklich fest zur Verfügung steht, aber in der kompletten letzten Saison war er auch verletzt, weil er sich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen hatte und es waren glaube ich 2-3 Einheiten, die er nur absolviert hatte. Jetzt baut man ihn aber wirklich behutsam auf und mal sehen, wie lange es dauert, bis er denn bei den Profis einen Pflichtspieleinsatz absolviert. Aber ich wünsche mir einfach nur, dass er gesund bleibt, dass er hier vielleicht möglicherweise wieder Schritt für Schritt machen kann, denn man muss sich mal vorstellen, was das für eine Belastung für den Spieler ist, wenn man einfach mehr als 2,5 Jahre kein Fußball spielen kann und immer wieder Rückschläge erleiden muss. Mal sehen, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, ich kann auch seine Leistungen gar nicht einschätzen, was er unserem Spiel geben kann. Ich kann mir aber vorstellen, da wir ja auf der rechten Außenposition nicht so gut aufgestellt sind, dass er dort auch schon vielleicht zur Rückrunde eine wichtige Rolle spielen kann. Denn in Nsona, wenn man sich die Videos anschaut und jetzt zum Beispiel auch die Trainingsvideos oder auch vielleicht ein paar Szenen aus Eilenburg, er ist ein Spieler, er kann Tempo unserem Spiel geben und ich finde, er hat auch wirklich gute technische Qualitäten mit dem Ball. Wir haben ihn ja nicht ohne Grund verpflichtet. Freddy Bobic wird wohl etwas in ihm gesehen haben. Von daher bin ich optimistisch und ich glaube, dass er, wenn er wirklich langsam und behutsam aufgebaut wird, für die Rückrunde dann wie gesagt eine Hilfe sein kann. So viel erstmal zu Nsona, kommen wir jetzt mal zu Martin Dardai. Martin Dardai wird erstmal ausfallen. Das gleiche gilt auch erstmal für Toni Leistner. Toni Leistner fällt jetzt rund 7 bis 10 Tage auf, hat aber schon wieder Lauftraining absolviert. Aber bei Martin Dardai ist es etwas trickier. Er selber war ja auch für die U21 nominiert und hätte möglicherweise dort Länderspiele absolvieren können, aber er selber hat die Länderspiele abgesagt und das Ganze aus verletzungstechnischen Gründen. Und das ist etwas komisch, denn er hat ja die letzten Pflichtspiele für uns absolviert. Zum Beispiel gegen Magdeburg hat er ja auch gespielt. Aber es scheint wohl so zu sein, dass er verletzt gespielt hat, dass er angeschlagen war. Und das nicht erst seit dem Magdeburg-Spiel, sondern schon ein Spiel vorher, dass er quasi für uns verletzt gespielt hat. Seit einigen Wochen leidet Martin Dardai wohl an Knieproblemen und konnte zuletzt vor allen Dingen gegen Magdeburg nur mit Schmerzen spielen. Das heißt, er hat jetzt die Länderspielpause abgesagt, die Länderspiele für den DFB, damit er jetzt eine Pause haben kann und wirklich an der Verletzung laborieren kann und sich möglicherweise auskurieren kann. Aber ich weiß nicht, wie ich das so ganz finden soll. Man muss natürlich sagen, dass wir auf der 6er-Position echt zu dem Zeitpunkt nicht gut aufgestellt waren. Wir hatten ja eigentlich nur Martin Dardai, Pascal Clemens und ja, das war es dann eigentlich schon. Das ist schon klar, warum man versucht hatte, Martin Dardai ständig fit zu halten. Aber für die Gesundheit des Spielers kann das wirklich schief gehen, vor allen Dingen bei Knieproblemen. Und ich finde, man hat auch so gesehen, dass er irgendwie nicht ganz fit war. Vor allen Dingen das Spiel gegen Magdeburg. Ich fand das wirklich gruselig, was er gespielt hat. Ich finde vor allen Dingen beim Spiel gegen den Ball, beim Stellungsspiel, total wild, nicht orientiert und auch das Passspiel.
Ich kenne das besser von Martha, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Möglicherweise lag es daran, dass er unter Schmerzen gespielt hat. Ich hoffe, dass er jetzt wieder richtig fit wird, damit er dann nach der Länderspielpause oder wenn nicht sogar ein bisschen später eine richtige Hilfe sein kann. Aber möglicherweise war das Ganze auch alternativlos, aber ich bin wie gesagt überhaupt kein Fan davon, angeschlagene Spieler spielen zu lassen, denn das ist eher ein Ballast als eine wirkliche Hilfe für uns. Ansonsten gilt bei Dardai das, was ich schon mal zu Saisonbeginn gesagt hatte. Bei Martin Dardai ist es irgendwie so, dass er relativ oft verletzt ist. Ich habe das schon zu Saisonbeginn gesagt. Dardai muss seine Verletzung in den Griff bekommen. Er fällt ja wirklich alle 3-4 Wochen mal ein Spiel wegen der Blessur oder ähnlichen kleinen Verletzungen aus. Er muss das wirklich in den Griff bekommen, denn das stoppt so ein bisschen die Entwicklung. Aber nun gut. Kommen wir jetzt mal noch zu einem anderen Thema, und zwar gab es wohl beim Hertha-Training eine kleine Auseinandersetzung zwischen Tabakovic und Seefried. Ist alles wieder gut, aber ich sehe bloß gerade, dass die Bild eine dicke Story draus gemacht hatte. Aber nun gut, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, und das ist das Thema, was ich schon eingangs im Intro erwähnt hatte. Und zwar geht es um Valitim, sein Sponsoring und sein Interview gegenüber der Bild. Wir schauen uns erstmal dieses Interview recht neutral an. Ich möchte euch das Interview einfach mal zeigen. Ihr könnt euch auch das komplette Interview unten bei der Bild durchlesen. Ich denke mal, ich werde dort einen Kommentar anpinnen mit dem Link dazu. Wenn nicht, kann ich euch auch noch einzelne Teile dazu einblenden. Aber grundsätzlich möchte ich jetzt nochmal ganz kurz das Thema erläutern, worum es jetzt hier eigentlich geht, auch für die Leute, die jetzt nicht so ganz drin sind in dem Thema. Ja, und zwar geht es um Stefan Timoschin. Er ist 22 Jahre alt und er hat eigentlich den Namen Valitim. Und ich denke, auch mehr Leute kennen ihn unter diesem Namen. Ja, er hatte im Verlauf des Sommers ein Angebot gemacht, um Trikotsponsor bei Hertha BSC zu werden. Er hatte knapp 1,5 Millionen Euro geboten für die Trikotbrust, aber vom Club kam wohl keine Reaktion. Und jetzt hat er bei der FAZ seine Kandidatur als Hertha-Präsident angekündigt. Die Bild hat bei der Thematik ein bisschen nachgehakt und wir schauen uns dieses Interview jetzt einfach mal an. Und zwar, die erste Frage lautete: Herr Timoschin, warum wollen Sie Hertha-Präsident werden? Und er hat darauf geantwortet: weil ich sehe, wie viel falsch gemacht wird bei Hertha. Ich kann das besser. Die Verantwortlichen bei Hertha haben noch nie ein Unternehmen geführt, das so viele Millionen Umsatz macht wie meine. Bei Hertha wird mit 100 Millionen Euro hantiert, damit sind sie überfordert. Ich habe durch mein Unternehmen und Bronze reichlich Erfahrungen in diesen Größenordnungen. Die Bild hakte auch nochmal ein bisschen nach und fragt, wie er zu diesem Urteil von der Hertha-Führung kommt. Und darauf hat er geantwortet: ein Beispiel. Wie kannst du als Hertha-Präsident einen Sponsoring-Vertrag unterschreiben, der mit deinen eigenen Werten nicht vereinbar ist? Erst sagst du, du willst keinen Wettanbieter, dann unterschreibst du bei einem Wettanbieter. Und ich muss sagen, grundsätzlich finde ich, hat er nicht Unrecht. Ganz ehrlich, ich bin mit der Arbeit unseres Präsidiums nicht ganz zufrieden. Und für mich wirkt das teilweise einfach planlos, konzeptlos. Vor allen Dingen dieses ganze Lizenzierungsverfahren hat wirklich so gewirkt, als wäre vor allen Dingen die momentane Vereinsführung etwas überfordert mit der Situation. Aber ich finde es wirklich krass auffällig, wie hier Valitim in diesem Interview extrem selbstdarstellerisch sich darstellt. Ich meine, er hat sein Unternehmen durch Reselling von Sneakers aufgebaut, soweit ich es jetzt gesehen habe, oder mit ähnlichen aufgebaut. Und ich sag doch gar nichts gegen, das ist schon beachtlich. Aber ich finde, wie gesagt, das ganze Interview hier auch bereits an dieser Stelle recht selbstdarstellerisch. Und ich weiß nicht ganz, was ich von ihm halten soll. Im folgenden Teil erklärt er nochmal seine Aussage bezüglich des Hauptsponsors, wo ich auch klipp und klar ihm zustimme. Also ich finde, wie gesagt, die Kritik, die er äußert, ist einerseits gar nicht unberechtigt. Also er äußert Kritik, wo ich auch sage, ja, ist verständlich, was er damit meint. Diese ganze Crazy Buzzer-Thematik, diese ganze Sponsoring-Thematik ist meiner Meinung nach auch komplett, ja, nicht verständlich gewesen für mich als Hertha-Fan, dass unser Sponsor jetzt ein rotes B ist. Und dass das mit den Werten von Kai Bernstein und wie er Tannig vereinbar ist, das ist logisch. Das habe ich aber auch schon kritisiert. Aber er selber hat ja wohl ein Sponsoring-Angebot von 1,5 Millionen Euro abgegeben. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Mehrere Quellen, unter anderem auch ein Reporter von RBB, berichtet, dass dieses Angebot nie wirklich offiziell und konkret war. Und das finde ich, leuchtet irgendwie nochmal ein bisschen anderes Licht auf die Thematik. Dieses Sponsoring-Angebot von 1,5 Millionen Euro soll wohl nie wirklich offiziell gewesen sein. Und ich finde einfach, das macht ihn unglaubwürdig, wenn dieses komplette Sponsoring-Angebot, was er ja groß und breit aufgefächert hat, quasi nur eine Unwahrheit war. Aber ich sag dazu gar nicht mehr so viel, außer, dass es auch schon in einer gewissen Form logisch war. Denn diese ganze Thematik um sein Sponsoring herum, um seine Videos, die er da geteilt hat auf TikTok und was weiß ich, hat er recht viel PR bekommen. PR auf sein Unternehmen, auf seine Firma.
Und ja, ich finde, da macht es schon Sinn. Und das, finde ich, wirft auch nochmal ein anderes Licht auf die Thematik. Im weiteren Verlauf des Interviews kritisiert er Sport 5. Und ich sage auch, wie gesagt, dass die Kritik, die er äußert an Sport 5, an unserem Sportvermarkter, durchaus gerechtfertigt ist. Ich teile diese Kritik auch. Aber ich finde einfach, dass dieses Interview mehr oder weniger nur daraus besteht, dass er alles schlecht redet, was mit Hertha zu tun hat. In diesem Fall Typisch 7, das ist das schlechteste Investmentunternehmen. Ja, alles ist falsch gemacht worden in diesem Verein. Er redet alles schlecht, ohne wirklich die Probleme so richtig zu kennen. Denn er kritisiert natürlich auch, dass es respektlos sei, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, da aktuell unter der aktuellen Führung viele Arbeitsprozesse laufen, wie wohl noch nie. Und ich finde, dass er dieses Interview nur dazu nutzt, um sich selber zu profilieren, um selber, ich sage mal, mehr Reichweite zu erzeugen und um sich selber halt eben mehr Werbung zu verschaffen. Und wisst ihr was? Es klappt ja wirklich. Dieses Interview geht mehr oder weniger viral. Ich habe heute 3 Nachrichten bekommen. Dieses Thema, darüber wird gesprochen, zum Beispiel hier auch in diesem Video. Und ja, ich finde, der Typ will nur Werbung und tatsächlich, ja, die kriegt er von mir. Andererseits hat er sich auch noch in diesem Interview über Marius Gersbeck geäußert, nämlich hat er gesagt, Zitat, Marius Gersbeck soll ein guter Freund von Kai Bernstein sein und auf gut Deutsch, Gersbeck ist im Trainingslager mit den Ultras saufen gegangen und wenn man hört, dass Gersbeck früher zu seiner Zeit öfters mit Bernstein unterwegs war, dann frage ich mich, wie kann ein Verein, der seit Jahren für Toleranz und gegen Gewalt stehen will, diese Werte nun nicht leben? Ja, er findet auch, dass wohl falsch mit diesem gesamten Gersbeck-Fall umgegangen wird, wobei man hier auch klipp und klar sagen muss, dass Hertha es in diesem Fall meiner Meinung nach richtig tut und dass er hier wieder einfach nur gegen die aktuelle Führung schießt. Dabei kann man da ja wenig sagen, dass da etwas falsch gemacht wird. Gersbeck hat Scheiße gebaut und momentan wartet man das Strafverfahren ab und schaut, wie das Ganze ausgeht und überlegt dann, ob möglicherweise Gersbeck wieder integriert werden sollte. Ich finde, so eine Vorverurteilung, wie es jetzt hier Wadi Tim in diesem Interview macht, ist einfach nicht hilfreich. Aber wie gesagt, schaut euch gerne noch das ganze Interview an. Ich möchte dazu auch gar nicht so viel sagen. Ich finde einfach nur, dass er es damit schafft, gut PR zu machen für seine Firma, für seine was auch immer. Ich finde einfach, dass er versucht, im Kontext von Hertha BSC so gut wie alles schlecht zu reden, um sich selber daran zu profilieren. Ja, wenn man auch sich erinnern muss, Kai Bärsch hat ja selbst auf Anfrage damals ja preisgegeben, dass wohl kein Sponsoring-Angebot von ihm eingegangen ist. Das heißt, mehr dicke Worte anstatt wirkliche Wahrheiten, wenn er selber noch nicht mal sein Angebot abgegeben hat für das Sponsoring. Ob er Hertha-Präsident wird? Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Und ich finde, er lehnt sich mit einigen Aussagen auch weit aus dem Fenster. Und ich hoffe einfach, dass er Ruhe gibt. Wie gesagt, ein paar kritische Punkte, wo ich auch sage, ja, das ist vollkommen gerechtfertigt, dass wir für die Sendung sind dabei. Ich finde aber, dass er teilweise einfach versucht, alles so schlecht wie möglich gegen Hertha BSC auszulegen, damit er sich selber daran bereichert, damit er selber mehr, sage ich mal, polarisiert in unserer kompletten Bubble. Ja, Präsident werden wird er wohl höchstwahrscheinlich nicht, denn woher sollen denn die Wähler kommen? Man sollte ihm jetzt nicht mehr die Reichweite geben und hier zig Interviews erlauben und ich glaube, sollte er auch noch was sagen, wird es von mir auch kein Video dazu geben, aber das Interview, das, naja, ist mir jetzt schon ein bisschen auch ein Dorn im Auge gewesen, wo ich halt einfach sage, dass das einfach nicht sein muss. Ich finde, wie gesagt, das ist pure Selbstvermarktung, kein wirklicher Inhalt dabei, wo ich sage, ja, da sieht man, dass er Präsident werden will. Aber nun gut, wie gesagt, ich bin auch in dem Thema, was ihm angeht, gar nicht so tief drin. Ich habe, glaube ich, die ersten paar Male von ihm gehört, da ging es um diese Sponsoring-Thematik. Aber also bis sowieso die nächste Wahl ansteht, ist noch ein bisschen Zeit bei uns, was die Präsidentschaftswahl angeht. Von daher abwarten, Tee trinken, nicht so viel auf dieses Interview geben. Und die Leute, die es mir zugesendet haben, danke dafür. Aber ich glaube, sollte der Atze nochmal irgendwann irgendwas dazu sagen, ist es mir einfach auch scheißegal. So. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Hoffen wir, dass wir 3 Punkte gegen Braunschweig holen. Ich wünsche euch allen einen traumhaften Tag. Abonniert doch ganz gerne diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Schönen Tag euch noch und tschüss.